Ich habe mir beim Schreiben viel Gedanken gemacht über meine eigenen Träume, aber auch über Träume, die manchmal so ein bisschen neben den eigenen Träumen liegen können und was passiert, wenn die sich so ähnlich sehen, dass man Schwierigkeiten hat, die auseinanderzuhalten. Ich habe immer einen starken Hang zum guten Leben gehabt. Ich wollte einfach immer ein Leben führen, in dem ich im Fahrersitz bleibe. Ich habe einen starken Freiheitsdrang und dieser Traum hat sich nicht so gut damit vertragen, so wahnsinnig viel zu arbeiten, wie man das überraschenderweise als Popstar, was ich auch wollte, war auch mein Traum, wie man das damit so vereinbaren kann.